Ich lese Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet der Stiftung Warentest. Und es geht im Kapitel Haut, Haare um Warzen. Es werden die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe den Wirkstoffen nach in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt. Und ich bin angekommen bei der letzten Wirkstoffgruppe, Salicylsäure und Milchsäure, die ist geeignet bei Warzen. Dann ist das Kapitel noch nicht zu Ende, sondern es schließt mit zwei gelben Kästen, die ich danach im Anschluss auch noch vorlese. Ich lese vor. Salicylsäure und Milchsäure, in Klammern äußerlich. Salicylsäure und Milchsäure weichen bei der Behandlung von Warzen die Hornhaut auf, sodass sie besser abgetragen werden kann. Die Bewertung: Grün, geeignet bei Warzen. Für die konsequente Anwendung ist die therapeutische Wirksamkeit belegt. Wichtig zu wissen: Wenn Sie der Arznei aus Versehen auf gesunde Haut auftragen, kann diese sich röten und brennen. Weitere wichtige Angaben zu Anwendungshinweisen, unerwünschten Wirkungen sowie weitere Hinweise für Kinder und Jugendliche, Schwangerschaft und Stillzeit finden Sie unter Salicylsäure äußerlich, siehe links. So. Der Abschnitt schließt mit zwei gelben Kästen, Alterswarzen und pflanzliche Alternativen aus der Volksmedizin. Die lese ich als letztes vor.